Ich lese. EÜA leicht gemacht, die Einnahmenüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem Ewald von Kleist Verlag. Das ist dieses Buch. Und im Teil fünftens Ausblick, das heißt doch, nee, fünftens Analyse und Ausblick, bin ich angekommen bei Lektion 22, die betriebswirtschaftliche Auswertung bei Fall 110. Die betriebswirtschaftliche Einordnung. Ihr Freund gibt Ihnen folgende Informationen über seine Ausgaben im Jahr 01 und bittet Sie um eine Einordnung. Erster Posten Einkauf von Konkurs waren 50.000 Euro, zwei Transportkosten der Waren, 2.000 Euro Schuldzinsen für die Überziehung des Bankkontos, 2.000 Euro Einkaufsbürobedarf, 500 Euro Nutzung eines Raumes der Wohnung als Büro, kostenanteilig 2.500 Euro, Warenlagermiete 1.800 Euro, Telefon 1.000 Euro, Aushilfslöhne und Sozialabgaben 5.000 Euro im Leben nicht. Lösung zu 1. Der Wareneinkauf wird betriebswirtschaftlich beim Wareneinsatz angesetzt. Zu 2. Ebenfalls dort einzuordnen, dort anzuordnen. Ebenfalls dort anzuordnen sind die bezahlten Warentransportkosten. Zu 3. Die Schuldzinsen sind Aufwendungen, die nur mittelbar durch den Betrieb verursacht sind. Es handelt sich um neutrale Aufwendungen. Zu 4. Der Bürobedarf gehört zu den in Klammern operativen Klammern zu klassischen sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Zu 5. Die Nutzung des privaten Büros kann über eine Nutzungseinlage als häusliches Arbeitszimmer berücksichtigt werden. Es handelt sich ebenfalls um sonstige betriebliche Aufwendungen. Zu 6. Die Ausgaben für das Lager sind zweifelsohne betrieblich bedingt. Sie werden bei den Raumkosten ausgewiesen, in Klammern wie das Arbeitszimmer. Zu 7. Das Telefon gehört wie der Bürobedarf zu den in Klammern operativen Klammern zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Für die private Nutzung des Telefons ist in der Regel eine Nutzungsentnahme zu erfassen. In Klammern ca. 20% der Ausgaben, einzelfallabhängig, Klammer zu. Zu 8. Löhne und soziale Abgaben gehören zu den Personalkosten. Hinweis. Überlegen Sie immer gut, womit Sie eigentlich handeln. Verkaufen Sie zum Beispiel Büroartikel, dann ist der Einkauf von Büroartikeln als Wareneinsatz zu erfassen. Sind Sie eine Zeitarbeitsfirma, dann sind die Personalkosten in der Regel, in Klammern so blöd, das auch klingt, Ihr Wareneinsatz. Beachten Sie das nicht, werden betriebswirtschaftliche Analysen erschwert bzw. unmöglich. So, es geht weiter mit Lektion 23, die EÜR als Planungsinstrument. Tschüss.